Stromberg, der Film, hat bereits kurz nach seiner Premiere fast 300.000 Besucher in die Kinos gelockt. Am Montag waren die Darsteller Christoph Maria Herbst, Jane Mädel und Diana Stehling gemeinsam mit Regisseur Arne Feldhusen im Cineplex Münster. Der Applaus reicht noch nicht mal, bis ich auf der Bühne bin. Das ist mein Münster! Trotzdem, herzlich willkommen! Und wie ist es? Richtige Antwort, sehr gut. Wer von euch hat den Film denn schon mal gesehen? Und nicht verstanden und deswegen schon wieder hier. Geil. Ist doch eigentlich, ist es immer noch spannend, jetzt nochmal reinzugehen? Ihr wisst doch, wer der Mörder ist. Ist doch egal, sehr gut. Der beste Start eines Films auf deutschem Boden seit den 10 Geboten und Ben Hur. Und das ist euch der Mörder. 32? Zwei Zuschauer durften sogar auf die Bühne. Gregor, weil er Geburtstag hatte, und Raphael, weil er für einen Lacher sorgte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Gregor. Happy Birthday to you. Ein Applaus, Gregor. Jana Stenning. Hab ich vergessen den Namen? Das ist doch. Komm mal zwischen uns hier, schön. Lass doch. Wir haben eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Du darfst diese Nacht mit Diana Stehli verbringen! Wir haben was viel Besseres für dich. Nämlich. Jaune Mädel! Nein, wir haben hier einen. Tacker. Aber nicht irgendeinen Tacker, sondern einen Stromberg. Ja, ich hätte die Chili con Carne nicht essen sollen. Das ist nicht irgendein Tacker, sondern ein Stromberg-Tacker, ab sofort im Handel, erhältlich. Wir nennen ihn Drückeberger. Lecker, lecker. Wie heißt der mit Vornamen? Onkel Detlef. Sehr geil. Total falsch, aber stimmt, der Name fällt mir. Wer war das? Oh, komm mal nach vorne. Wie ist dein Name? Raphael. Raphael. Du bist wie alt? 19. Aus Münster? Ne, aus Greven. Irgendwo da hinten. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Viel Spaß, Münster. Wir freuen uns, wenn wir mit Teil 2 2019 dann wieder hier sind. In Stromberg, der Film, wird es auch mal politisch. Frank-Walter Steinmeier hat eine kleine Nebenrolle in dem Film ergattern können. Eine Rolle, die sein Leben verändern sollte. Wir fanden es natürlich toll, apropos Politiker, dass der Frank-Walter das mitgemacht hat. Bei dem nach dem Dreher die Post dann erst so richtig abging. Weil kurz danach ist er zum Außenminister geworden. Also für den war das schon mal ein eindeutiger Karriereschritt. Aber du glaubst ja nicht, dass da mal ein Dankeschön kommt oder so. Im Mittelpunkt der Presse stand der Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst. Bjarne, der den Ernie spielt, und Diana alias Tanja Steinke, geborene Seifert, versuchten aber immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Jetzt schon fast 300.000 Zuschauer in die Kinos gelockt hat. In die Kinos gelockt hat. Wo? Und man sich wirklich fragt, who the fuck is George Clooney? Der Film gilt als Schlussstrich. Stromberg wird es so in der Form also nicht mehr geben. Das Kapitol sei auserzählt, sagt Christoph Maria Herbst. Und mit dem Film sind sie sich alle treu geblieben. Und dem Fan natürlich auch. Sonst wäre ich ja nicht Bernd Stromberg.